Den ersten Kontakt habe ich mit dem Wolf im Wiesli gemacht, das heisst in meinem Mittelsäß. Dort habe ich am Frühling schon gemerkt, gespürt. Er ist tagtäglich rumgelaufen, ist geschaut, ob die schon da waren. Aus diesem Grund haben wir auch die Geiseln mitgenommen. Wir denken, das ist einfach gefährlich, wir nehmen kein Wolfsfutter da rauf. Dann ist es aber wieder ein bisschen ruhiger geworden, als das Fee gekommen ist. Und dann habe ich es auf der anderen Seite von meiner Alp beim Zäunen, im Hahnenstoffel, wieder gesehen. Er hat mich einmal beim Zäunen beobachtet, hat auch die Meldung rausgegeben. Es ist nie eine Rückmeldung von niemandem gekommen. Und dann bin ich hier oben ins Obersäß gekommen, ins Tristeli. Dort habe ich am 29. Juli, am Morgen früh, am 6. Uhr, als ich aus der Hütte gelaufen bin, 20 Meter von dieser Hüttentür auf der rechten Seite, die ganze Wolfsfamilie gehabt. Die zwei Eltern und die fünf Wildbauern, die am Spielen waren. Ich hatte natürlich das Handy drin. Ich bin dann wieder reingegangen und das Handy holen. Die zwei Eltern haben keine Scheu gezeigt, haben mich angeschaut. Und die Wolfswelpen waren weiterhin am Spielen gewesen. Dann bin ich rauf zum Fee gegangen und nachher ist also das Rudel über mir gestanden, etwa 100 Meter auf meinem Fels und hat auf mich und auf meine Rinder runtergekühlt. Ich habe es probiert zu vertreiben mit Schreien, mit Steinwerfen. Sie sind nicht gegangen. Nach einer Zeit sind sie ein bisschen weggegangen, ein bisschen auf eine andere Talseite, ein bisschen auf eine Grot. Und ihn weitergekühlt haben sie nicht Bieren lassen. Es ist noch eigentlich tagtäglich, habe ich Fell gehabt mit den Tieren. Ich habe zum Beispiel im Schneewetter dort unten das Fee gepfercht. Ich habe angefangen Nachtwache zu machen, weil ich auf meine Tiere schauen will und weil ich nicht will, dass am Schluss Tierschützer können. Ich habe nicht geschaut, falls etwas passiert. Auf jeden Fall bin ich 2 bis 3 Mal in der Nacht aufgestanden. Wenn es schön Wetter war, bin ich auch bei den Tieren draußen geschlafen. Im Schneewetter ist das halt nicht so gut gegangen. Auf jeden Fall habe ich den Wolf nachher anlobend im Fee gehabt. Auch im Schneewetter, dort unten, hatte ich einen Angriff gehabt, den ich unterbinden konnte. Genau, am 1. August habe ich von meiner Altverwaltung einen Knaller bekommen. Das waren so 1. August-Bomber, die hat man abschauen können. Ich konnte tatsächlich keinen abschauen, weil ihr seht hier die Welt, es hat überall Felswände. Das heisst, wenn ich in der Nacht oder auch sonst einen Knaller abschaue und mein Fee verschreckt, dann habe ich die Herde nachher in der Felswände unten. Am 8. August am 11. hat hier unten links unten einen Angriff am helllichten Tag stattgefunden auf Deringer. Eigentlich halb war noch sehr geschwächt, das hat man müssen aufpäppeln. Dann haben wir natürlich dadurch, dass die Wölfe, dass man die gesehen hat, man natürlich auch den Wolfsbau gefunden. Das ist sehr nah hier. Genau, die Deringer sind sehr verstört und das Fee war allgemein sehr verstört gewesen. Das heisst, wir müssen flüchten. Genau, der Wildhüter, die Wildhut, am 29. August war der erste Vorfall mit den Welpen. Die Wildhut war anfangs am 3. August hier. Ich bin jetzt im Mittelsaison mit meinem Fee. Mir hat man auch gesagt, dass die Wölfe eigentlich sehr wahrscheinlich nicht da können, weil sie hier ihren Rendezvous-Platz sind. Abschließend kann ich sagen, ich führe immer eine Nachtwache, schlafe bei den Tieren draußen, weil der Wolf ist mir nachgelaufen und mein Fee. Und ich sehe ihn jetzt noch alle Nacht bei meinem Fee unten. Genau. Hätten Sie sich vorstellen können, als Sie im Frühling auf die Alp sind, dass Sie mit so einer prekären Situation konfrontiert sind? Nein, vorgestellt habe ich mir das nicht. Gehofft habe ich es auch nicht. Ich habe gewusst, dass hier Wölfe wieder sein könnten. Ich habe auch im Voraus mit dem Wildhüter Kontakt gehabt und er hat mir versichert, dass fast keine bis wenig Wölfe dahinter sind und dass sie vielleicht das Jahr ruhig sein könnten. Nein, gewünscht habe ich es nicht, gehofft habe ich, dass es auch nicht passiert. Gehen Sie nächstes Jahr nochmal auf die Alp? Das muss ich mir gut überlegen.